an evidence for De Silva. Ich kann nur untersuchen, wenn ich stehe. Super. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Ich frage mich aber immer noch, was ich mit den Hinweisen tun soll. Ist das nur für die Story? Für mich selbst? Oder gibt es dafür irgendwas? Gibt's verschiedene Enden? Ach scheiße, kann ich das aufschießen? Ist das irgendwas, was ich nehmen kann? Ich glaube nicht. Was soll ich mal probieren? Ach, ich probier's mal. Nein. Ich habe eh nicht viel Schuss. Deswegen lass es jetzt bleiben. Cutscene. The Imperial Palace Hotel was a five-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Push the button. Maybe the service would be better upstairs. Sieht nicht so aus. Aber da kommt doch vorne aus der Pistole ziemlich heiße Luft und ein paar Funken noch rausgespritzt. Müsste es die Plastikflasche nicht eigentlich schmelzen? Och, komm schon! Ach, da lebt alles noch, das gibt's doch nicht. Nehme ich auch noch die Pistole. Den Revolver meine ich. Mit Lampenaufsatz. Welcher Knopf war das denn nochmal? Ach, egal. Brauche ich eh nicht die Lampe. So, was gibt's hier? Ach ja, hier einfach aufzukrabbeln, das dauert viel zu lang. Was ist das denn? Oh, liebe Leute. Goldene RPG. Aber solange die Palle nicht ganz losgeht, bleibe ich mal lieber schon gedämpft. Da war doch gerade ein Gegner, oder? Warten die schon auf mich? Na? Hä? Was ist hinten los? Der war schön. Lohnt sich nicht mehr. Weißt du, die üblen Militärs mit den kugelsicheren Westen? Ich hasse sie. Wo ist der? Da hinten. In dem Spiel ist echt mein Aim ein bisschen schlecht. Da war noch einer, oder? Na, komm raus. Fucking hell. Oh,
shit. Bam. Das ändert nichts dran, dass... Ah, noch, ich habe noch drei Painkiller. Nehmen wir mal vorsichtshalber einen. Hopp. Dass ich nicht sofort wieder in Last Stand fall hier. Ach, das Ding nicht anschießen können. Scheiße. Ach, Button pushen. Ist ja klar. Sit. Eine goldene Waffe? Oder ist das was zum Kaputtschießen? Boah, ich habe ihn nur ganz klein in den Kopf getroffen, Mann. Was soll das denn? Hui. Jawohl. Ach, ich auch? Oh, sind wir beide umgefallen tot. Na super. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oder auch nicht. Nein. Ich wundere mich, ob ich jemals eine Waffe komplett krieg. Wow. Schuss hat der? Hör auf! Schön. Ja, Flinte nehme ich sicherlich nicht mit. What? Muss ich jetzt runter in das Loch? Auch nö, oder? Ah, da drum kann ich hoch. Ist noch irgendwas? Nicht, dass ich wieder was übersehe. Uah, nicht runterfallen. Wow, wow. Das ist heftig da drin. Oh shit, ja Mann. Ich muss nur oft genug durch die Gegend springen. Hä? Ach, hä? Ach, oh, ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Egal, Painkiller. When you find yourself in hell, dance with the devil. I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Oh. Passos' ID card. It was no great surprise he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian? No wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Ich denke alles. Da Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Whoa, what the? Oh, wo zur Hölle kam der denn her? Was ist das? Och nö, hier, ich hätte auch einfach da hinten drauf schießen können. Ich sehe die Dinger erst, wenn es zu spät ist, Mann. Oh, ich muss da drauf schießen. Spätestens jetzt habe ich meinen Einstand gefeiert. I knew this thing was bigger than me, bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees, a bad caricature of a better man. Das
Der Revolver hat sich auch nicht wirklich gelohnt mitzunehmen. So. Noch ein Teil. 2 von 3. Sag bloß nicht, ich krieg die RPG fertig. Als erste Waffe. Pff. Danke. Oh, hat er automatisch den Revolver gezogen. Jetzt habe ich die Pistole in der Hand. Naja, kann nichts machen. Ja. Ufei. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crasha Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Oh Gott, was? Gefangene. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. I said get Serrano. Serrano. Oh shit. Pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Alter, ist das krank? Alter Scheiß. Whatever hell this was, Da Silva had sent me into. I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Was ist das denn? Auf jeden Fall brauche ich die Waffe. Ist das die Shotgun? Wow, 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 wow. Cool. Ich muss... Na super. Mit der scheiß Shotgun komme ich nicht so weit. Wie soll ich das machen? Oh shit, nein, 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 nein. Der kommt nicht hier reingeflogen. Der geht oben an die Decke. Scheiße, ich habe zu lange nach dem Ding geguckt. Oh, oh nein, oh ich bin so blöd, ich wollte doch nicht aufstehen. Hä? Auch ich musste den rechten abschießen. Oh nee, doch, hat gereicht. Was? Mit der Waffe? Über die Entfernung? Ach, hätte ich das gewusst. Whoa, 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 what the fuck? Schön ist, der rechts lebt noch, oder? Ah, ne, doch nicht. Oh, Mann. Das ist echt hart.
nehmen. Nein, noch weniger Munition.